ich freue mich mit dem Studio S heute hier im Wald zu sein. Und ja, eigentlich bin ich Gast hier im Wald, aber vielleicht sind wir beide Gäste hier in diesem Auf alle Fälle. Gebiet. Und ich begrüße Michaela Amann. Michaela stellt sich heute vor. Sie ist Försterin, sie hat eine Ausbildung als Erzieherin, sie ist Waldpädagogin und auch Heilpraktikerin. Herzlich willkommen und schön, dass du dich vorstellst. Grüß dich und auch herzlich willkommen. Ja, genau. Magst du gleich mal was von dir und deiner Person erzählen? Fange ich bei der Kindheit an. Also ich bin 1974 in Niederbayern geboren, auf dem Bauernhof. Ist nur sehr vorsintflutlicher Bauernhof gewesen. Also noch nicht mit Zentralheizung, sondern wirklich mit Öfen. Ich musste also schon auch von klein auf, was heißt muss, ich war halt mit dabei. Ich war in keinem Kindergarten. Ich wurde erst dann mit 6 eingeschult und hatte aber größere Schwester. Und als ich 5 war, hat meine Mama eine Totgeburt gehabt und dann habe ich noch einen jüngeren Bruder mit 8 Jahren und somit kam ich da an in so eine Vize-Erziehungsrolle. Na, am Bauernhof muss man schon aufpassen. Ja, und dann ganz normal 4 Jahre Grundschule. Dann, was untypisch war, ich ging aufs Gymnasium, weil die Lehrer an der Grundschule gemeint haben, das Dirndl gehört aufs Gymnasium. Es war eher untypisch. Also meine Geschwister haben einen Hauptschulabschluss. Meine Schwester ist Metzgereiverkäuferin und mein Bruder Elektriker. Und ich habe halt einfach mich leicht getan mit dem Lernen, warum auch immer. Und die Gene sind ja manchmal, na, spielen halt manchmal verrückt. Und dann kommt halt in der Familie jemand raus, der da gar nicht so wirklich reingehört. Und so war das halt bei mir. Naja, und dann habe ich halt Abitur gemacht, in Bogen. Und auch ein gutes Abitur und ich wollte eigentlich Medizin studieren. Habe auch den nötigen Abschluss gehabt, bloß war ich vorher schon im Rettungsdienst ehrenamtlich tätig und habe da schon gemerkt, dass ich Schwierigkeiten habe, mit dem Tod umzugehen. Also das hat mir dann einfach relativ Ja. ganz komisch Ja, jetzt. das. Aber den Traum habe ich dann einfach. Gehen Komisch, lassen. scheinbar bin ich noch traurig, dass ich es nicht getan habe. Aber ich habe dann gedacht, ich mache trotzdem was mit Natur und habe Forstwirtschaft studiert. Ja, da wollte ich dich eh fragen, Forstwirtschaft. Also, ich stelle mir das so als typisch männlich vor, weiß ich nicht. Ja. Wie war das zu deiner Zeit? Also, waren da viele Frauen oder wie Nee, gar ist nicht. das schon Ja, das ist untypisch so? vielleicht, nein, kann ich nicht sagen. Also es war bei mir große Liebe zum Wald, warum ich das gemacht habe. Und vielleicht wollte ich aber unbewusst zeigen, dass auch Frauen das können, weil wenn man als zweite Tochter auf dem Bauernhof groß wird, dann und da der Hoferbe erwartet wird, dann kann da schon sein, dass da unbewusst was mitschwingt. Papa, ich kann das auch. Also das will ich gar nicht leugnen. Aber ich habe dann mit 19 das studiert. 4 Jahre war so Mindeststudienzeit und ich habe es in diesen 4 Jahren gemacht, weil da die Stellenaussichten waren da ganz schlecht, sehr schlecht. So schlecht wie eigentlich vorher nicht und nachher auch nicht mehr. Aber ich habe es fertig gemacht, weil man dachte, jetzt habe ich schon angefangen und jetzt mache ich es auch fertig. Habe dann auch noch das Referendariat gemacht und mich aber schon in der Zeit umorientiert eben zur Erzieherausbildung, weil ich einen Waldkindergarten gründen wollte. Habe im Studium auch schon ein bisschen so umweltpädagogische Seminare besucht, die es noch nicht bei uns gab, da war ich in der Schweiz. Und dann habe ich am Dienstag die letzte Prüfung gehabt und am Freitag habe ich im Kindergarten angefangen. Und zu uns haben sie gesagt, ja, 3 nehmen sie und wir waren 47 Prüflinge. Und da habe ich gedacht, nein, ich habe das gern gemacht, ich habe alles gegeben. Ich habe aber auch Gebärdensprache schon im Referendariat gelernt, weil ich wollte das erste Jahr im Kindergarten und das zweite Jahr im Gehörloseninstitut in Straubing machen. Und irgendwie war mir das dann auch, da kam so eine Ellenbogenmentalität auf unter die Kollegen, habe ich gedacht, ach, mein Leben geht auch außerhalb von dieser Forstverwaltung weiter. Ja, und dann habe ich im Waldorfkindergarten in Regensburg die Ausbildung begonnen. Und ein halbes Jahr später kamen aber dann die Ergebnisse von der Prüfung und dann war ich tatsächlich Platzziffer 3. Und dann bin ich nach Erlangen gekommen
und war da die erste Försterin an einem Walderlebniszentrum. Das war meine erste Tätigkeit, gleich in einer leitenden Funktion mit 24, ja, das mit ist Personal. Sehr jung, und das war die erste Ganztagsstelle in der Waldpädagogik in Bayern, 98. Naja, und dann habe ich da 5 Jahre gearbeitet, wollte aber Richtung Regensburg, weil da mein Mann lebt, und habe dann in der Waldbauernschule in Kelheim eine Stelle angenommen. Da wurde ich aber schwanger und die wollten nicht Teilzeitkraft haben. Und dann habe ich halt dort aufgehört, also mit Schwangerschaftsende. Ja, und dann war ich so 1/4 Jahre zu Hause, und dann wurde hier das Walderlebniszentrum Regensburg ausgeschrieben. Habe ich mich darauf gemeldet, habe es aber nicht bekommen. Ah, okay. Sondern eine Kollegin, die 60% gearbeitet hat, und dann habe ich die anderen 40% gemacht. Ja, und da war es auch so, dass nach der ersten Geburt wurde ich relativ krank. Ich hatte schon vorher Borreliose und bei der Geburt habe ich viel Blut verloren, und dann ist es wieder aufgeflammt. Also mir ging es sehr schlecht, ich habe meine Finger noch so zusammenbekommen, konnte mein Kind fast nicht versorgen, und da habe ich angefangen, dass ich mich mit der Naturheilkunde beschäftige, weil ich mich, ich wollte nicht so früh so starke Medikamente nehmen. Ich war da gerade mal 30 und habe gedacht, nee, das kann es nicht sein, ich will das anders machen, und bin da zum ersten Mal in meinem Leben zu einer Heilpraktikerin gekommen, also mit 30. Es war nicht so, dass meine Eltern das schon gemacht haben, ich habe Tees kennengelernt am Bauernhof, aber ansonsten habe ich immer alles brav gemacht, was mir der Arzt gesagt hat. Und da war ich aber dann so, dass ich gesagt habe, nein, und ich lasse mich nicht operieren, da aufschneiden, weil ich möchte mein Kind versorgen können. Ich hatte ja weder Schwiegereltern noch Eltern vor Ort. Naja, und dann habe ich also hier gearbeitet, habe mitgeholfen, das Zentrum auf den Weg zu bringen. In der Bauphase war ich wieder daheim mit dem zweiten Sohn. Und bei uns ist es so, wir können nur ein Jahr Elternzeit nehmen, um wieder an die gleiche Stelle zu kommen. Und dann kam ich heute wieder, allerdings nur mit 16 Stunden, das ist nur was auch viel. Und habe aber flexibel gearbeitet, auch Führungen abends gemacht, wenn mein Mann daheim war, oder am Wochenende, oder zum Teil auch den Pfad zu planen, auch mit dem Kind in der Praxe oder so. Okay. Also es war sehr flexibel. Und mit der Heilpraktikerausbildung habe ich begonnen, da war mein Jüngster 1,5. Also es war einmal in der Woche Unterricht. Das war halt für mich mein, ich habe mir gedacht, andere Frauen gehen zum Yoga oder in die Fußpflege und ich drücke halt die Schulbank, weil ich bin jemand, ich brauche auch was für den Kopf. Ich habe gelesen in einem Magazin, da, wo du auch mal ein Interview gegeben hast, da steht so drin, dass du neugierig, also dass das so, das oder? Das ist so, das hört man auch raus, dass du sehr vielfältig unterwegs bist und viele... Jetzt habe ich dich, glaube ich, unterbrochen. Nee, das kann manchmal auch belastend sein, wenn man so neugierig ist, aber so bin ich halt einfach. Das ist mir in die Wiege gelegt und mein Opa war auch so. Der hat auch gelernt bis zum Schluss und ich... Ah, okay. Und Einstein hat mir gesagt, das ist die heilige Neugierde. Und ich glaube auch, dass mir das sehr vorbeugend ist, Demenz vorbeugend, wenn man immer beschäftigt ist. Ja. Sich immer noch begeistern kann auch, genau. für Dinge. Und das ist auch irgendwie so dieses staunende Kind, das was erlebt. Gell? So, also fühlt sich das jetzt an. Das habe ich auf alle Fälle. Ja. Das ist bei mir ganz groß. Jetzt vielleicht zum Schluss noch, also dass du erzählst, also du bist ja jetzt Heilpraktikerin, du hast ja das dann abgeschlossen, die Heilpraktiker-Ausbildung, Prüfung gemacht und bist hier Försterin. Wie teilst du das auf oder magst du dazu noch was erzählen? Ja. Also ich war ja jahrelang Stellvertreterin und habe nur eine Teilzeitstelle gehabt. Das wäre gar nicht gegangen, dass ich aufstocke. Und so habe ich 10 Jahre hier gearbeitet mit 16 Stunden. In den 10 Jahren aber 4 verschiedene Kollegen gehabt. Okay. Habe also sehr oft die Leitungsrolle gehabt, wenn da ein Wechsel drin war. Und da habe ich als Heilpraktikerin bei einem naturheilkundlichen Arzt gearbeitet. Das war entweder am freien Vormittag, also die ersten Jahre, wo die Kinder klein waren, bis sie im Kindergarten waren. Also das war ja schon mal ein Weg, bis jeder mal vormittags verstaut war. Und hier musste ich ja auch sehr flexibel arbeiten. Und dann habe ich vielleicht einen Vormittag in der Praxis und einen Abend oder vielleicht auch am Wochenende. Also ich habe auch oft am Wochenende nur ein oder zwei Patienten gemacht.
Und natürlich hängt da ja Fortbildung, muss man auch machen, das ist genau. Am Wochenende. Oder auch Buchhaltung und so, das ist ja dann aufwendiger. Aber irgendwie hat es immer gefügt. Manchmal hat meine Nachbarin dann aufs Kind oder auf die Kinder aufgepasst. Und ich, wenn die im Fußball waren, dann habe ich mir da einen Patienten reingelegt, also so ungefähr. War also sehr dynamisch und im Fluss. Hat schon manchmal nicht geklappt, weil ich irgendwo hin müssen habe. Und dann schnell, dass ich pünktlich war. Ja. Also es war, würde ich jetzt wahrscheinlich in der Dichte nicht mehr so schaffen. Und also 2 Tage als Heilpraktikerin und 3 als Försterin habe ich über viele Jahre gemacht. Jetzt hast du mir vorhin erzählt, dass du die Praxis jetzt aufhörst. Ja. Ich glaube im Oktober oder so. Gell? Und dich dann hier einbringst. Ja, vorerst, weil ich habe es versucht. Letztes Jahr im April habe ich ja hier die Leitung übernommen und arbeite 40 Stunden in der Woche. Und das ist halt schon sehr dicht, weil es war jetzt eine sehr komische Zeit mit Corona. Mir wurden Mitarbeiter abgeordnet in Gesundheitsbehörden und woanders hin. Und dann war ich halt diejenige, die den Kurs angeben muss. Ja. Ja, das ist jetzt meine Rolle. Genau. Und dann habe ich gemerkt, abends dann noch in die Praxis zu gehen, da werde ich meinen Ansprüchen nicht gerecht. Also ich erwarte schon von mir, dass ich da präsent noch bin und meine Energie gebündelt habe. Und jetzt behandle ich schon noch, aber nur meine Familie, meine Verwandten und enge Freunde. Aber die offizielle Profession mit eigener Praxis und Zulassung, das habe ich mich jetzt erst abgemeldet. Ja, dann kommen wir zur letzten Frage. Was, du hast ein bisschen von deiner Vergangenheit erzählt. Wenn wir jetzt noch einen Blick in die Zukunft machen, so deine Vision, was wünschst du dir? Was für dich persönlich? Also beruflich, muss ich sagen, habe ich mich ja schon sehr ausgetobt. Also ich habe nicht alles erzählt. Es waren 3 Walderlebniszentren, weil ich war zwischendrin 3 Jahre in Oberbayern und habe da auch noch ein Walderlebniszentrum mit aufbauen geholfen. Ich war noch Dozentin für Studenten über viele Jahre, für Waldpädagogik. Ich habe waldpädagogisches Buch publiziert. Also ich bin glaub, da. Ich glaube, wir konnten nicht alles bringen. Und so, also von daher bin ich dahingehend eigentlich schon wunschlos glücklich. Was kommt, das ist jetzt plus X. Ich möchte jetzt einfach eine souveräne Chefin sein, die das korrekte Maß findet an nötiger Strenge, weil ich habe schon gemerkt, so ganz, wenn ich den Teamgeist lebe, das passt nicht für jeden. Manche brauchen halt auch eine klare Linie. Da muss ich mal manchmal über meinen Schatten springen. Also ich wünsche mir, dass ich das gut hinbekomme. Privat wünsche ich mir, dass ich einfach eine erfüllte Beziehung lebe, die ich jetzt lebe, dass ich das habe ich nicht immer geschafft. Also meine erste Ehe habe ich 20 Jahre, da habe ich wahrscheinlich, weil ich zu viel gearbeitet habe, da das auch vernachlässigt, da habe ich dazugelernt. Aber das Schicksal hat mir eine zweite Chance gegeben. Und ich habe 2 wunderbare Söhne. Und ich wünsche einfach, dass die einen guten Weg haben, weil wenn es denen gut geht, dann geht es mir einfach auch gut. Das ist das, was mir für mich privat und für uns als Gesellschaft wünsche ich mir, dass wir den Ernst der Lage erkennen, aus der Trägheit rauskommen, jeder Einzelne ins Tun kommt, in dem Maße, wie er es kann. Und das fängt beim Mülltrennen an, übers Einkaufen, über jeden Lichtschalter, den man mal ein bisschen eher ausknipsen kann. Ja? So viele kleine Schritte, dass wir da anfangen und das Denken auch ein bisschen verändern. Also da wünsche ich mir, dass wir in ein Bewusstsein kommen, in eine achtsame, dankbare, vertrauensvolle Haltung. Das ist schön. Vielen Dank für deine Vorstellung.